Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Oblivion. Wir sind immer noch hier in Oblivion. Wo alles irgendwie. Ziemlich gruselig ist. Ich hoffe, das ist jetzt hier richtig. Die wollen mich gerade irgendwie verarschen, oder? Wieso zur Hölle laufe ich immer im Kreis? Oh. Nicht hier eigentlich. Dietrich Rüstung geht natürlich nicht, war ja klar. Ach man. Ah, okay, hier ist auch eine Tür zu das Blutfest. Hätte man mir ja mal sagen können. Korridore der dunklen Erlösung. Ja, Siggi. Wetten wir, hier sind wieder irgendwelche Fatzkes, die uns umbringen wollen? Ich schwör's euch. Aber ich meine, wir sind ja in der Unterwelt. Ne? Wir Schergen, weißt du? Oh, ich glaube, dürfen wir, ich glaube, da können wir noch gar nicht hin, ne? Das war irgendwas, das wir müssen. Obwohl doch, da müssen wir hin, um oben hinzukommen. Glaube ich, denn dieser Wächter. Im Käfig, hier drüben. Lol, wo drüben? Lol! Ich glaube, das war's. Ja. Hierher, schnell. Ich komme. Ja, du gehst sterben. Lol. Das war einfach. Ein bisschen zu einfach, würde ich sagen. Naja. Was bringt das Ding? 5 Schaden. Was willst du? Kerle, hallo? Schnell, schnell, keine Zeit. Ihr müsst den großen Turm hinauf. Man nennt ihn den Sigilburgfried. Damit wird das Oblivion-Tor offen gehalten. Findet den Siegelstein, entfernt ihn und das Oblivion-Tor wird sich schließen. Schnell, der Wächter hat den Schlüssel. Ihr müsst den Schlüssel holen. Habe ich bereits getan. Jo, gut. Dann lasst uns das Oblivion-Tor schließen. Ja, Freunde, in der heutigen Folge schließen wir das Oblivion-Tor. Ich würde das gerne jetzt mit lustiger, fröhlicher Musik unterlegen und dieses ganze Spiel hätte irgendwie einen ganz anderen Sinn und niemand würde es mehr gruselig finden. Da müsste man es nur noch so dumm kommentieren. Hallo, Freunde, heute öffnen wir ein paar Oblivion-Tore. Aha. Ich will jetzt mal hier wieder. Komm hier auf die 12. Müssten doch wieder welche sein, ne? Hallo. Das Blutfest, es begegnet uns wie immer wieder. Die Daedra sind anscheinend Partykönige. Uiuiui, was gibt's denn hier? Reparaturhammer kann man alles sehr gut gebrauchen.
was die alles hier laden. Perle, Gold. Das andere belastet uns einfach zu. Korridore der Erlösung. Klingt doch wunderbar. Wie kommen wir eigentlich jetzt? Wie kommen wir da hoch? Ist doch eine berechtigte Frage, oder? Hier vielleicht? Oder ist das wieder der Rückweg? Ich wette, das ist wieder der Rückweg. Ich verlaufe mich in diesem Ding echt immer. Ich weiß nicht, es ist einfach so kackies. Das hier scheint jetzt irgendein anderer Weg zu sein. Hallo, Scump. Hier hinten kommen jetzt bestimmt wieder so Obermänner. Diese super, eigentlich, die denken, sie hätten dicke Eier. Nein. Nur sonst kann ich wieder. Ich bin enttäuscht. Hallo. Stirb, Scherben. Immer auf Nummer sicher gehen. Lol. Das hier nicht wieder dieser Turm oder so. Fleischhafen muss nicht sein. Habe ich auch irgendwie nicht mehr genau. Dass das irgendwie relevant wäre hier. Ich will jetzt endlich diese Hauptquest durchspielen, weil ich hasse diesen Bereich. Ich hasse ihn einfach zutiefst. Alter. Hey Leute, ich habe wieder mal keinen Plan. Entschuldigung, wenn ich hier die ganze Zeit durch die Gegend irre und es für euch scheiße langweilig ist. Oh, wie wär's denn hiermit? Haha. Wer hätt's gedacht? Auf zur Blutparty. Hallo? Nee, nee, du bleibst stehen, hallo? Dead. So eine Nutte, weißt du, da kriegst du doch wieder einen an der Kokonis. Lol. Beamen. Cool. Die Bösen, die haben es echt drauf. Wow! Alter, erschreckt mich doch nicht so. Oh, Junge, Junge, Junge. Das könnte man auch ein bisschen freundlicher machen. Hä, wo muss ich denn? Du musst es doch irgendwo. Muss ich da drin? Hier musste ich den Siegelstein entfernen. Scheint so. Ich brenne. Hey, hey Leute. Was geht? Hier ist Elotrix und so. Lebensenergie absorbieren. Ja. Magische was? Okay. Gehen wir doch mal diese wundervolle, mega geile Treppe hoch. Hä?
check ich nicht. Aber ich glaube, ich kenne den Weg. Der Kutscher kennt den Weg. Es dauert nicht mehr lang und wir haben diese elendige Quest geschafft. Es trennen uns noch ein paar Meter vom Siegelstein. Und ein Dead-Rasak. Dead-Rasak. Klingt auch total geil. Ja, dann lass mal weg hier. Okay. So ein krasses Ende hatte ich noch nie. Ich habe das Tor geschlossen, indem ich den Siegelstein, der das Tor innerhalb Oblivions verankert, gestohlen habe. Ich sollte Saphir Martius mitteilen. Ja. What the hell? Okay, ich glaube, diese Folge machen wir mal einen Tacken länger. Weil hier scheint es ja echt richtig die Party abzugehen gerade. Und das. Ja, ja. Ich weiß. Ihr habt das Tor geschlossen? Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Das ist unsere Chance zum Gegenangriff. Ja. Ich möchte, dass ihr mitkommt. Ihr habt viel mehr Kampferfahrung als diese Männer. Du? Könnt ihr nun zu uns stoßen? Ich kann warten, aber nicht lange. Wir müssen schnell sein, bevor sie eine Chance haben, das Stadttor zu verbarrikadieren. Ich bin bereit. Für Quatsch! Für Quatsch! Yeah! Sie müssen sterben, die erbärmlichen Dädra. Ey Leute, ihr seid mir viel zu schnell. Okay, Ausdauer erprobt, da sind auf jeden Fall die. Jetzt bin ich auch wieder ein bisschen entspannter, weil wir diese lustigen Freunde haben. Wir müssen um diese. Ja. Los jetzt, für Quatsch! Hallo. Party. Beeinträchtigtes Viech. Saphlian. Was da los? Wenn wir diese Sache lebend überstehen, sollte mich das verwundern. Ja, ja, chill mal. Ist ein Elf, oder? Ist verriesen. Wir haben die Schweine ausgelöscht. So sieht's jetzt aus. Jetzt können die Leute die Kapelle ohne Gefahr verlassen. Lasst uns nachsehen, ob es ihnen gut geht. Auf jeden. Los jetzt. Dies ist nur der Anfang der Schlacht um Quatsch. Wir können die nächste Phase besprechen, sobald die Zivilisten in Sicherheit sind. Ja. Lauf, Saphlian, lauf. Ihr müsst ein Bett finden und euch darin zur Ruhe legen. Oh ja, das müssen wir unbedingt. Ich warte auf euren Bericht, Soldat. Herr, wir sind die Einzigen, die übrig dann sind. Dann können wir nicht den ich kann von Glück reden, am Leben zu sein. Ist das alles? Martin, ist uns mehr da? Lass uns labern. Ich habe gehört, wie ihr geholfen habt, die Dädra zurückzuschlagen. Gute Arbeit. Danke. Kommt mit, ihr seid in Gefahr. Gefahr, sagt ihr? Ihr seid hergekommen, um mir dies zu sagen. Alter, chill. Erklärt euch oder lasst mich alleine. Hier gibt es viele andere, die eure Hilfe wirklich benötigen. Ja, ich bin ein Priester. Braucht ihr einen Priester? Ich glaube nicht, dass ich euch viel helfen kann. Ich habe momentan Probleme, die Götter zu verstehen. Wenn all dies ein göttlicher Plan ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit etwas zu tun haben will. Chill mal dein Leben, Junge. Wenn ihr gekommen seid, um mir zu helfen, so seid ihr verrückter, als ihr ausseht. Seht euch um. Für was ist ein Priester schon gut? Ihr seid Uriel Septims Sohn Urial, ja, auf jeden. Kaiser Uriel Septim? Ihr denkt, der Kaiser sei mein Vater? Nein, ich weiß es. Ihr müsst den falschen Mann gefunden haben. Ich bin ein Priester Akatoshs. Mein Vater war ein Bauer.
Ihr habt vor dem Tod des Kaisers mit ihm gesprochen? Und er trug euch auf, mich zu finden? Yep. Wieso würde ich euch an... Ich weiß nicht. Es klingt merkwürdig. Ich denke, dass ihr gar die Wahrheit sprechen könnt. Was bedeutet dies? Was wollt ihr von mir? Kommt mit mir zur Priorei von Vaynor. Die Leute sagen, ihr hättet das Oblivion-Tor zerstört. Ihr habt ihnen Hoffnung gegeben. Ihr habt ihnen geholfen, die Daedra zurückzuschlagen. Ja, ich werde mit euch zur Vaynor-Priorei gehen und mir anhören, was Joffrey zu sagen hat. Geht voran. Ich habe mich gerade schon gewundert, woher der Joffrey kennt, aber das war ja irgendwie so ein Kumpel. Außerhalb der Kapelle ist die Luft rein und diese Leute müssen in Sicherheit gebracht werden. Gut, dann war das das erstmal und in der nächsten Folge bringen wir den... Haltet doch mal den Mund, ey. In der nächsten Folge bringen wir dann Martin zu Joffrey. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also Leute, gönnt euch eine Tüte Gulasch oder lasst es bleiben. Das war's vom Lars. Ciao.